Hallo meine Lieben, und auch heute am Sonntag gibt es ein Tagesorakel für den 13. Juni 2021. Wie immer beginne ich mit einer Überschriftskarte aus dem Krafttier-Orakel. Da haben wir schon. Oh nee, das waren drei, den wollen wir nicht. Eine möchte ich bitte. Dann gibt es rechts und links einen Stapel zur freien Wahl. Ihr könnt sie belegen mit Themen, mit Personen, wie auch immer. Das ist eure alleinige Entscheidung. Alle verwendeten Karten für all meine Orakel findet ihr unter meinem Link in der Infobox. Und natürlich ist auch dieses Tagesorakel, wie all meine Orakel, ein allgemeines Orakel. Das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber das merkt ihr ziemlich schnell, wenn ihr die ersten Worte der Deutung mitbekommt. Jo, was gibt es noch zu sagen? Allgemeine Legung, sagte ich. Kartendecks verlinkt, ist auch gesagt. Ja, natürlich, nicht zu vergessen, mein Dankeschön für jeden Daumen hoch, für jeden Kommentar und für das Aktivieren des Glöckchens, was euch zu einem kostenlosen Abo bringt, mit dem Vorteil, dass ihr über neu hochgeladene Orakel sofort informiert werdet. Ja, und das ist für mich natürlich, da ich dann eben auch Zahlen als Grundlage habe, wirklich ein guter Ansporn und ein riesiges Dankeschön und Lob, wenn ich dort sehe, dass die Abonnentenzahlen steigen, dann ist das natürlich meine Art der Belohnung und darüber freue ich mich natürlich aus tiefstem Herzen, wie ihr euch vorstellen könnt. Ui, beide passend. Ja, wie gesagt, bei den Kommentaren haltet ihr euch noch etwas bedeckt. Ich bin da wirklich offen, auch für Kritik. Nehme ich gerne an, wenn sie berechtigt ist, wohl bemerkt. Und aber wer auch Ideen oder Vorschläge hat und sagt, oh, ich hätte gern mal dieses oder jenes Orakel, auch darüber freue ich mich und würde dann natürlich auch versuchen, das umzusetzen. So wie ich es ja diesen Monat auch mal auf Wunsch einer treuen Abonnentin gemacht habe und auch mal ein liebes Orakel für die vier Elemente der Sternzeichen gelegt habe. Und so eine Anregung helfen natürlich dann, bringen neue Ideen rein und ja, und sorgen eben für Abwechslung. Ne? So, genug erzählt. Jetzt schauen wir, was haben wir als Überschrift? Wir haben den Karpfen. Sieg! Nimm an, was ist, bleibe auf deinem Kurs. Hindernisse können überwunden werden, der Sieg ist dir gewiss. Ist interessant, wenn man überlegt, dass jetzt so die Tage davor, soweit ich mich jetzt noch erinnere, immer wieder so davon die Rede war, von Transformation, von seinen eigenen Weg gehen, sich nicht durch andere beeinflussen lassen, nicht mit dem Strom unbedingt schwimmen, immer machen, was andere für richtig halten. Und hier ist es eigentlich nochmal ganz deutlich hervorgehoben, dass man wirklich bleibe auf deinem Kurs und dass der Sieg einem dann auch gewiss ist. Also das heißt wirklich seinen Weg gehen. Da kommen wir immer wieder zu dieser Aussage. Und die linke Seite sagt, gibt uns auch eine wunderschöne Karte, dein Delfin in fantastischen Pastelltönen und diesen wunderschönen Delfin,
der so für die Freiheit drückt, für mich unheimlich viel Freiheit, Fröhlichkeit, Anmut. Also da drückt sich so vieles aus. Und ich schaue da mal trotzdem in das Büchlein, was uns hier noch direkt gesagt werden soll. Öffne dich der Energien eines Delfins und der Lebenslust. Also mit anderen Worten, sei genauso fröhlich und voller Energie wie der Delfin. Sei genauso locker, entspannt, um eben in diesen Sieg hier zu kommen. Somit eigentlich deinen Weg zu gehen. Ja, das ist es. Im Grunde genommen, bleib auf deinem Kurs. Das ist es, ist damit eigentlich auch gesagt. Der Delfin hat auch seinen Kurs. Der schwimmt mit seiner Gruppe. Aber er verwirklicht auch seine Intuition. Wenn er springen will, dann springt er. Nicht, weil es jetzt gerade der Nachbar macht, sondern weil er gerade das will. Und das ist genau das, was dir hier eigentlich auch gesagt werden soll. Dein Delfin, also mit anderen Worten, dein Inneres soll entscheiden, auf diesem Kurs zu bleiben. Und bei der Intuition haben wir Wasser. Das ist dieses fließende Element, das haben wir auch schon des Öfteren jetzt gehabt bei den Intuitionskarten, in den Fluss kommen. Es beginnt zu fließen. Alles, was du dir vorgenommen hast, kann jetzt umgesetzt werden. Es kann anfangen zu fließen. Das Element Wasser inspiriert die Seele, um Informationen zu geben und zu holen. Wasser sind Emotionen. Bringe Gefühle in deine Handlungen. Das ist es. Also das, was ich eigentlich damit auch hier mit der ersten Karte schon verdeutlichen wollte. Dass das, was du eben dir vornimmst, dass du das mit Leichtigkeit umsetzen kannst, wenn du dich diesem Fluss hingibst, wenn du da bereit bist und sagst, ich gebe mich dem hin und ich zeige mich jetzt so wirklich, wie ich bin. Geh in die Fröhlichkeit, behalte meinen Kurs bei und komme damit 100% in den Sieg. Und hier haben wir eine wunderschöne Karte aus dem Seelenreich. Habe den Mut, frei zu sein und wisse, Freiheit fängt dort an, wo das Wollen aufhört. Ja, weise, sehr weise Worte, wie ich finde, dass die Freiheit dort anfängt, wo das Wollen aufhört. Also das heißt, wenn man eigentlich da angekommen ist, wo man sagt, ich will das und das, wenn dieser Satz nicht mehr notwendig ist, dann ist man eigentlich an so einem Punkt angekommen, wo man sagt, ja, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Ich habe diesen Kurs eingehalten und bin auf dem total richtigen Weg. Und das ist eigentlich, ja, das ist ein Traum, wenn man überlegt, wie wunderschön diese Karte das auch hier zum Ausdruck bringt. Ja, dass man sagen kann, habe den Mut, frei zu sein. Ja, ist was Wunderbares, wie ich finde. Aber ich sehe hier gar keine. Doch, ich gucke noch mal vorsorglich ins Büchlein, damit ich das nicht falsch interpretiere. So. Wenn du in deinem Sein bist, dann bist du im Kontakt mit deinem Lebenssinn. Du spürst, dass du nichts und niemandem verhaftet bist, denn nur dann fließt alles frei durch dich hindurch und das vollkommene Licht großer Verheißungen findet ungehindert den Weg zu dir. Da sind wir im Grunde genommen identisch mit der Überschriftskarte, einfach auf deinem Kurs zu bleiben. Dann hast du eigentlich dieses Ziel erreicht. Das heißt, dann bist du so weit, dass du die Freiheit erreicht hast, wo du eigentlich, ja, wo das Wollen aufhört, wie es hier jetzt steht, wo man sagt,
Das war mein Ziel und dieser Sieg ist dir dann auch gewiss. Du kannst alle Hindernisse überwinden. Das sagt diese erste Karte dir aus. Also geh da ganz relaxed und voller Tatendrang ran. Und hier haben wir wunderbar, wir haben dich als Hauptperson, egal ob du männlich oder weiblich bist, der sich hier die linke Seite jetzt anschaut. Im allgemeinen Orakel ist die 29 immer die Hauptperson. Das heißt, dich als Hauptperson, du bist jetzt auf dem richtigen Weg. Du machst dich langsam auf dem Weg. Aber langsam bedeutet nicht, dass Stillstand ist. Es dauert eben ein wenig. Aber das Buch ist aufgeschlagen. Du hast praktisch deinen Weg schon gefunden. Du hast dir Intuitionen vielleicht noch geholt. Du hast dir noch Wissen angeeignet. Du bist vielleicht Geheimnissen auf die Spur gekommen und hast erkannt, Mensch, das ist es. Genau das war das, wonach ich gesucht habe. Und diese Lüftung des Geheimnisses, diese Lüftung hat dir jetzt eigentlich die Kraft gegeben, dich in Bewegung zu setzen und dann wirklich ganz gezielt diese Hindernisse, die vermeintlichen Hindernisse, zu überwinden und damit den Sieg dann eigentlich auch für dich einzustreichen. Das heißt, du bist vollkommen hier auf dem richtigen Weg. Die linke Seite ist dir ganz deutlich hervorgehoben, ist auf dem Weg, in den Sieg zu gehen. Das heißt, eigentlich alles richtig zu machen. Nur, und das ist eigentlich die Überschrift, nur dran zu bleiben. Weil noch ist es langsam in Bewegung. Das Endziel ist noch nicht ganz erreicht, aber es ist in Aussicht, es ist in Sicht und es ist gewiss. Wir schauen, was die rechte Seite uns sagt. Auch passend, schaut mal her, du schaffst es. Du schaffst es, die Hindernisse zu überwinden und den Sieg für dich einzuheimsen. Du schaffst es, sagen dir die himmlischen Wegbegleiter. Also was will man eigentlich mehr? Das sind doch fantastische Aussichten, fantastische Aussagen, zu wissen, dass man ja nicht alleine ist. Glaube an dich und an deinen Erfolg. Das ist die Überschrift. Glaube an dich und an deinen Erfolg. Der Sieg ist dir gewiss. Also es ist wieder, wie ich es so oft immer wieder feststelle und meine festen Abonnenten, die werden jetzt genauso lächeln wie ich, aber es fasziniert wirklich, wenn man immer wieder sieht, dass man die Karten mischt und die Aussagen trotzdem so identisch auch auf beiden Seiten sind und so miteinander auch sprechen die Karten, dass ich einfach, dass man es belächeln muss, dass man denkt, ja, meine Güte, das ist doch absolut traumhaft. Ja, und bei den Intuitionskarten, da ist das Ganze noch unterstrichen mit der Karte Schicksal. Es ist vielleicht genau jetzt der Zeitpunkt, dieses Schicksal in Angriff zu nehmen, zu erkennen, dass wir es schaffen. Ja, es ist genau der richtige Zeitpunkt. Das Schicksal entscheidet jetzt, dass der Zeitpunkt der richtige ist und dass man viele Dinge einfach auch annehmen muss. Das ist, Schicksal ist eine Vorbestimmung. Das heißt, man hat nicht immer den Einfluss. Sicher kann man versuchen, an dem Schicksal was zu drehen. Aber am Ende entscheidet das Schicksal, welcher Weg für uns vorbestimmt ist. Und so denke ich auch hier auf der rechten Seite, wenn die Überschrift von der himmlischen Lichtbegleitern ist, du schaffst es, dann ist es mit der Schicksalskarte eigentlich unterstrichen, dass das Schicksal sagt, genau so habe ich es für dich vorgesehen. Und das Büchlein sagt, du kannst nicht immer kontrollieren, was passiert. Werte nicht, lass geschehen und vertraue, dass alles seinen Sinn ergibt. Das Göttliche hat einen Plan für dich. Ja, genau das habe ich eben damit zum Ausdruck bringen wollen, dass es im Grunde genommen, egal was wir so vorhaben,
Das Schicksal entscheidet, wie es bei uns weitergeht. Aber wir haben eben hier, du schaffst es, der Sieg ist dir gewiss. Also können wir das Schicksal mit offenen Armen empfangen und sagen, wunderbar, ich gebe mich dem hin und erfreue mich an dem Resultat, was hier uns dann erwartet. Und hier haben wir auch bei dem Seelenreich eine wunderschöne Karte. Die Natur ruft nach dir. Sie will dich mit ihrer Heilkraft berühren, erfüllen und behüten. Ja, auch dazu habe ich mich ja des Öfteren schon geäußert. Ich bin der Meinung, dass wir in der Natur ganz viel Kraft tanken können. Also ich glaube, das kann wahrscheinlich eigentlich schon jeder bestätigen, wenn man wirklich mal nur für sich alleine die Natur wahrnimmt. Das heißt, man geht vielleicht durch einen Park ohne viele Menschen um sich herum. Oder man setzt sich irgendwo an einen See oder ans Meer allein und lauscht so dem, was da um einen herum so wahrzunehmen ist. Im Park, im Wald wird man sicherlich viele Tiergeräusche hören. Man hört den Wind. Am Meer wird man das Rauschen der Wellen wahrnehmen. Und all das, das kann einen unheimlich viel an Kraft geben. Einfach mal dieses bewusste Abschalten und ja, sich diesen seinen eigenen Gedanken, die dadurch auch noch so angeregt werden, sich diesen Gedanken wirklich mal hingeben zu können und durch nichts und niemanden unterbrochen zu werden oder beeinflusst zu werden. Also ich kann es da wirklich nur von mir sagen, mir gibt einfach mal dieser Rückzug in Ruhe unheimlich viel an Kraft. Und das sollte jeder von euch eigentlich auch mal ausprobieren. Ja, und das ist doch jetzt wirklich absolut passend. Wir haben bei den Lennemann das Kreuz, das Karma. Da sind wir wieder bei dieser Schicksalsgeschichte. Das Schicksal hat in dem Fall hier euch die Lilien mitgebracht und ein Gegenüber. Das heißt, wenn hier die Leute, die die rechte Seite gewählt haben, vielleicht sich jetzt im Moment hier fokussiert haben auf eine Person, auf ein Gegenüber, dann kann man auch davon ausgehen, dass das Schicksal das in die Hand nimmt und das Schicksal bestimmt, dass ihr in die Ruhe, in die Harmonie kommen werdet mit einem Gegenüber. Das heißt, entweder gibt es jemanden, wo es sich verfestigt, weil es schicksalhaft vorbestimmt ist, oder ihr lernt jemanden kennen. Vielleicht ist es das, was ihr euch wünscht, wo ihr genügend Hindernisse überwunden habt, aufgrund dessen, dass man nicht so seine Freiheiten genießen konnte oder jemanden kennenlernen konnte. Aber der Sieg ist dir gewiss. Das heißt, das Schicksal hat es so vorgesehen. Du schaffst es. Vielleicht ergibt sich all dieses auch in diesem Rückzug in der Natur, ob bei einem Waldspaziergang oder bei dem Sitzen am See, am Meer, wo auch immer. Fakt ist, schicksalhaft, wie auch hier bestätigt, werdet ihr in die Ruhe und in die Harmonie mit einem Gegenüber kommen. Ob mit dem jetzigen oder mit einem neuen, das muss jeder für sich sehen. Aber wichtig ist die Aussage der Überschrift, die sich in beiden Seiten eigentlich manifestiert hat und gezeigt hat, der Sieg ist dir gewiss. Und das muss euch an dem heutigen Tag unheimlich viel Mut und Freude geben und euch ja, gelassener
und angstfreier in die Zukunft schauen lassen. Ja, meine Lieben, damit entlasse ich euch, wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt das Wetter wie auch immer und macht das Beste draus. Ich freue mich, wenn ihr morgen dabei seid. Bis dahin.